Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Mario und Luigi. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Oh, Mamma Mia. Ich weiß auch gar nicht mehr. Letztes Part haben wir irgendwas gemacht. Und jetzt versuchen wir irgendeine Scheiße zu regeln. Kann das sein? So. Oh Gott. Ja. Und los! Zack! Ah, Luigi! Oh, ich wollte gerade sagen. So. Da können wir ein Stück rangehen, so. Also, ich wurde sogar noch ein bisschen knapp. So, das wird bestimmt noch. So. Scheiße. Kommen wir da so vorbei? Ja, tatsächlich. Oh, das war natürlich mein Fehler. Das tut mir leid. Tut mir leid. So, warte, ich schalte mal schon mal auf Feuer um. So. Das ist aber richtig, das muss ja richtig fix von der Hand gehen, weil ich meine, für diesen kurzen Part haben wir 20 Sekunden. Und für die nur 2. Es muss ja irgendeinen Trick geben dann. So. Achso, es geht alles von meiner Zeit ab hier. Nein, jetzt bin ich auch noch runterfallen. Cheat auch noch. Ja, ja, alle guten Dinge sind 3, wie man so schön sagt. Dann machen wir es halt noch einmal. Ich bin doof. Nein, nicht den Hammer, aber egal. Wir können trotzdem ein weiter switchen. So. Ich wusste nicht, dass wir für den ganzen Parcours haben wir 20 Sekunden Zeit. So. Jetzt haben wir 10 Sekunden Zeit. Jetzt kann das ja wohl locker flockig von der Bühne gehen. Ich finde, 10 Sekunden sind mehr als genug Zeit. So. Jawohl. Wunderbar, alles klar. Alle guten Dinge sind 3, wie man so schön sagt. So, Mario wieder nach vorne und es kann weitergehen. Juhu. It's me, Mario. Aloha. Mama Mia. Oh Gott, das wird natürlich... So, wir werden unsere... Alter, anstatt einfach den Weg weiterzuführen, das ist einfach unnötige Scheiße, die uns hier aufgebrummt wird. So, war's das jetzt, oder bin ich noch nicht durch damit? Wo geht's hier lang? Hier waren wir schon. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Okay, ich gehe jetzt einfach mal geradeaus da hinten. Ist ja wohl das Beste, was man machen kann. Da hätte ich jetzt nicht die Bohne mitnehmen können. Eigentlich hatte ich ja vor, immer die Bohnen mitzunehmen, aber ich bin da echt viel zu faul für. Das muss man ja auch nicht immer haben. So. Okay, schön, dass mir die Karte so rein gar nichts sagt. Gehen wir mal links. Ja, gelbe Röhren sind immer gut. Aua, voll auf den Pusher. So. Zack. Eine Lachbohne, okay. Mein Auge juckt. So. Oh Gott. Nein, geht weg. Komm, lass mich in Ruhe. So. Wir müssen anscheinend hier hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Was gibt's denn hier Neues? Oh Gott. Oh, scheiße. Ich weiß ja, dass ich beliebt bin, aber muss man mir denn extra so ein Küsschen oder so ein Herzchen zuhauchen? So. Ey, cooler Einstieg. Alter, ey. Und... Ah! Ha! Luigi! Jetzt ist Sprung! Hä? So, die beiden pennen. Ah! Der furzt nach mir! Heilige Scheiße!
Alter, wenn das nicht mal fun fucking eklig ist, ey. Bam! Oh, jetzt ist er wach. Ha! So. Denn und tschüss! Obwohl, gelb kann ja eigentlich kein eklig! Ach, scheiße. Ich habe die Flugbahn nicht richtig korrigiert. Ich bin leider kein Multitasker, deswegen konnte ich mich darauf nicht konzentrieren. So. Schon wieder. Wirft er hier mit seinem Kissen rum. Ach, kacke. Luigi ist doch B. Scheiße. Das ist natürlich fatal, wenn man da jetzt drauf springt und dann sowas. So, weg mit dir. So. Da brennt auch schon Feuer. Oh, no. Die küssen mir auch die Füße, ne? Also, die küssen mir auch die Füße, also ohne Scheiß. Ah, scheiße. Oh, Luigi, du bringst mich noch um den Verstand. So. Jetzt nochmal. Jetzt üben wir das mit den Donnerbrüdern aber mal. So, so, so. Oh, Kacke. Ja, leicht. Du kannst ruhig bleiben. So, jetzt hat er keine mehr. Oh Gott, der lädt nach! Ha! Tut mir leid, aber Mario ist an Peach vergeben. Und Luigi an Daisy. Darum wird das nächste heute Mädels. Zack. Gut, das heißt, jetzt machen wir mal. Also, ich könnte den ja theoretisch jetzt auch ohne Probleme machen, aber das lassen wir jetzt erstmal so. Denn, so, das Stromding heilt nur, ach kacke, so, ah, hopp, hopp, so, oh, ich spring jetzt einfach mal rauf, ich weiß ja gar nicht, ob ich das Metall, irgendwie schmelzen kann, oder, und vor allem unter Wasser, ist das ein bisschen doof, so, juhu, Luigi, Level 22, schön hohe Verteidigung, finde ich super. Ja, nehmen wir mal Gesundheit auf, nicht eins. Boah, ganze 5 auf 58. Wunderbar. Schier, finde ich geil. So. Was ist denn, wenn wir hier sind, Mario, Mario, du musst mich führen. Let's go. So. Und los geht's. Das ist Brüder Power in Aktion. Das wäre das, wenn man so als Brüder, als Geschwister zusammenarbeiten würde, das wäre natürlich. Das. Pff, ich weiß auch nicht. Das wäre. Ich glaube, das beste Verhältnis, dass man sich als Geschwister so vorstellen kann. Aber. Naja. So. Alles klar. Okay, gut. Das Rätsel ist auch geklärt. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Das ist jetzt das neueste Rätsel. Rätsel gelöst, ja, ja. So, speichern wir lieber machen. Maha, maha, spenden. Lachlagune, Steinbrücke. So. Ich hoffe mal, es geht hier weiter. Das ist die Sternbohne, tatsächlich. Hey Paguri, wie gefällt dir das ungefähr so? Gut, ich merke, du hast ein Sinn für faux etwas. Was ist? Wollt ihr mir auch beim Schmücken helfen? Huch, ganz in Rot, dann tiefer Bar, du. Bist du etwa der Nikolaus? Schön. Paguri, was ist los? Also genauer betrachtet die roten Kleider und der Bart, bist du etwa... Diese Sprünge, tatsächlich, Mario aus dem Pilzkönigreich! Der berühmte Mario ist hier, das ist nicht der Moment, sich herauszuputzen. Ah, wirklich, er ist es! Darf ich deinen Bart anpassen? Dieser Sprung, wie grazil!
Das erzähle ich nachher all meinen Freundinnen. Luigi, Alter. und mein Schmuck? Wer, du? Na, du bist der Typ, der Mario begleitet, oder? Moment mal, ein Typ mit grünen Klamotten und mit Bart? Du bist doch der berühmte Sturmhocker! Luigi! Oh yeah! Ah, wie faszinierend! Wie alt bist du, Bub oder Dame? Brustumfang? Und der Bauch? Die Hüfte? Das ist schön! Oh, Wahnsinn! Manu, irgendwann kann ich mich nicht mehr pflücken! Störenfriede! Wenn ihr eh nur stören wollt, dann verpisst euch! Oh, schön! So, was können wir denn gegen den schönen rechte Schere, linke Schere? Ich glaube, ich habe eine Idee. Natürlich habe ich keine Brüderpunkte, das hätte ich mir natürlich anders vorgestellt. So. Lecker Honig. So, Luigi hat natürlich welche. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie es aussieht mit Donnerbrüder. Ach, dauert das schon wieder so lange. Zack. Das war natürlich größter Shit, den ich machen konnte. Was kann der? Oh Gott, oh Gott. Ha! Okay, springen auf die Klaue. Sag mir das jetzt. Im Großen und Ganzen. Verflitzt und zugenäht. Da muss ich wohl einen Zahn zulegen. Heilt er sich? So. Okay. Hops, Brüder. Machen wir mal. Ich glaube, das wirkt ganz gut. So. Nein. Ah, Kacke. So. Oder müssen wir normal auf ihn raufspringen? So, also, so auf den. Ja, tatsächlich, 44. Oh Gott, dann wird er aber aggressiv. Oh, was war das denn? Soll mich das Vieh etwa ablenken, oder was? So. Ich glaube, ich heile uns erstmal. Superpilze? Supernüsse? Joa. Das klingt gut. Nom, 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 nom. So. Ah! So. Was macht er da? Ich weiß nicht, Schnelligkeit langsam oder was weiß ich, ey. So, ich greife ihn einfach weiter an. Ach, Kacke. Ach, der wird immer schneller, oder was? Als wenn ich da jetzt so viel Angst vor hätte, also ohne Scheiß. Das ist ja nix. Doing, doing, bang. 106. Kritike. Wunderbar. Habe ich kein Problem mit. Boah. Alter, der verarscht mich doch, ey. Ich verstehe es nicht so ganz. So. So und... Nein! Der hat gesessen. Und zwar voll und ganz. Was macht er denn da? Wichst er sich ein oder irgendwas macht er da? Sicht! Wah! Mario! Ah! Ja, der Boss ist ja leicht zu schauen, falls es überhaupt ein Boss ist. Also für mich ist das kein Boss. Das ist ja nix. Das ist ja peinlich sowas. 16 Uhr? Oh Gott. Jetzt geht er voll ab, Alter. Oder was? Vor allem, wenn ich ihn nur 16 abziehe. Was ist denn da los? So. So. Bäm! 26 Nummer. Ah, das war's für ihn. Alles klar. Und Mario Level Up! Nee, das möchte ich nicht. Verteidigung, wie sieht's damit aus? Mit Mario hatten wir ja nicht so viel Glück. So, nehmen wir mal Geschwindigkeit. 3 immerhin. Auf 70 kommt nicht jeder. Ihr müsst Paguri entschuldigen, er neigt ein wenig zu Rohheit. Wohl eher zu Eifersucht. Entschuldigt bitte, es war unser Fehler.
Aber sag mal, seid ihr nicht aus einem bestimmten Grund hergekommen? Aber doch, das ist wahr. Oh, ja. Yeah. Was? Das Bohnenfragment an der Schale? Ach, diese Bohne war derart bedeutungsvoll? Oh, ja. Yeah. Hast du gehört, Paguri? Ach, wo ist das? Verstehe. Verflixt und zugenäht. Und wir haben unser erstes Sternbohnenstück-Teil-Dingens. Fragment. Dabei hatte ich mich doch extra vor föhnen Pfahle geworfen. Dabei hatten wir uns doch solche Mühe gegeben. Was, ihr wollt schon gehen? Bleibt doch noch eine Weile. Superstars sind halt immer sehr beschäftigt. Wenn ihr zurückgeht, das hier ist eine Abkürzung. Gut, dann nehmen wir die doch. Zack. Wenn das klar war, Daumen hoch. Nein, natürlich nicht. Damit fange ich jetzt gar nicht an, ey. So. So, dann gehen wir da einfach mal lang. Gibt's hier was? Nein, nein, oder? Nein, 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 nein. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier ist ein Safebook. Hier ist bestimmt eine Pipe, ne? Ach, hier sind wir. Ach so. Gut. Warte mal ganz kurz. Ich muss erstmal gucken, wo diese Karte ist. Da. Wir sind am Strand. Gehen wir da zuerst hin. Ich würde sagen, das unten in der Mitte, das ist unser nächstes Ziel. Oder was? Wir gehen in den Grinsewald. Das klingt noch besser. Gut, wir sehen uns im nächsten Part von Mario & Luigi Superstar Saga. Bis dahin, ciao.